Liebe Geschwister, Assalamu alaikum, möge Gottes Frieden und Segen mit euch sein. Wir thematisieren heute einige der Botschaften aus dem 21. Juz. In diesem Juz begegnen uns 6 Suren. Der Juz beginnt mit dem Ende der Sura Ankebut. Und die zweite Sura ist Sura Ar-Rum. In dieser Sura berichtet uns Allah über die Zeichen, die seine Existenz beweisen. Dort befinden sich 6 Verse, in denen Allah einige Zeichen, die seine Existenz beweisen, erwähnt, die uns zeigen, dass es ihn gibt. Und in einem dieser Verse, den ich herausheben möchte, sagt Allah: Und unter seinen Zeichen ist dies, dass er Gattinnen für euch aus euch selber schuf, auf dass ihr Frieden bei ihnen finden möget. Und er hat Liebe und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Hierin liegen wahrlich Zeichen für ein Volk, das nachdenkt. Dieser Vers gibt uns ein Rezept für eine erfolgreiche Ehe. Allah erwähnt hier 2 Sachen, 2 Eigenschaften, die für eine erfolgreiche Beziehung oder für eine Ehe wichtig oder sogar unverzichtbar sind, nämlich die Liebe und Barmherzigkeit. Warum erwähnt Allah hier ausgerechnet diese 2 Sachen? Beziehungsweise, warum spricht er nicht nur über die Liebe? Denn wenn wir über eine romantische Beziehung sprechen, denken wir normalerweise an die Liebe. Und warum erwähnt Allah noch die Barmherzigkeit dazu? Weil die Liebe als Eigenschaft nicht konstant ist. Manchmal kann sie stark ausgeprägt sein. Und es kann aber auch sein, dass sie nach einiger Zeit vielleicht doch weniger stark ausgeprägt sein wird. Aber was sorgt dafür, dass die Beziehung weiterhin funktioniert, falls die Liebe nicht mehr stark präsent ist? Es ist diese 2. Eigenschaft, die Barmherzigkeit. Sie muss unbedingt zwischen 2 Menschen präsent sein, um eine erfolgreiche Beziehung zu gestalten. Die 3. Sura in diesem Juz ist Sura Luqman, die nach dem weisen Luqman benannt wurde, in der wir den universellen Ratschlägen Luqmans seinem Sohn gegenüber lesen. Der erste Ratschlag Luqmans lautet: O mein lieber Sohn, geselle Allah nichts bei, denn Götzendienst ist fürwahr ein gewaltiges Unrecht. Luqman erinnert seinen Sohn als 2. daran, gegenüber den Eltern dankbar zu sein, die ihn auf die Welt gebracht haben und ihn beschützt haben, als er noch auf sie angewiesen war. Und er erinnert daran, die Eltern stets wohlwollend und gütig mit Ihsan zu behandeln. Gott sagt: Und wir haben dem Menschen seine Eltern anbefohlen. Seine Mutter hat ihn unter wiederholter Schwäche getragen und seine Entwöhnung erfolgt innerhalb von 2 Jahren. Sei mir und deinen Eltern dankbar. Zu mir ist der Ausgang. Das ist die 2. Stelle im Koran, in der gleich nach dem Befehl, Gott niemanden beizugesellen, die Aufforderung der Güte den Eltern gegenüber vorkommt. Hier wird uns aber weiterhin gesagt, dass blinder Gehorsamkeit niemals gut sei, dass die Vernunft des Menschen ein großes Kapital ist, welches nicht vernachlässigt werden darf, eben wenn dies von den eigenen Eltern gefordert wird. Wenn sie sich aber darum bemühen, dass du mir das beigesellst, wovon du kein Wissen hast, dann gehorche ihnen nicht. Doch geht mit ihnen in diesseits in rechtlicher Weise um. Weiter versucht er bei seinem Sohn, das Bewusstsein über den allsehenden Gott zu erwecken. O mein lieber Sohn, gewiss wäre es auch das Gewicht eines Senfkorns, und befände es sich in einem Felsen oder in den Himmeln oder in der Erde, bringt es Allah bei. Gewiss, Allah ist feinfühlig und allkundig. Dadurch wird uns gesagt, dass wir keine gute oder schlechte Tat unterschätzen. So wie der Prophet uns lehrt, dass ein Mann eine Handlung tut oder ein Wort sagt, auf das er nicht achtet und das ihn ins Paradies oder in die Hölle führen kann. Der nächste Ratschlag ist:
O mein lieber Sohn, verrichte das Gebet, gebiete das Rechte und verbiete das Verwerfliche und ertrage standhaft, was dich trifft. Gewiss, dies gehört zur Entschlossenheit in der Handhabung der Angelegenheiten. Eine wichtige Aufgabe der Eltern ist es, ihren Kindern das Gebet als eine tägliche Verbindung zu Gott beizubringen, am besten durch eigenes Beispiel. Dort, wo das eigene Beispiel fehlt, wird das Ergebnis auch fehlen. Noch wichtiger aber ist es, den Sinn des Gebets ihnen zu vermitteln, welcher erfordert, ein Gefühl für das Gute und Schlechte zu verinnerlichen. Wie Luqman sagt, Aqim as-Salah, verrichte das Gebet. Und als Folge, als Ergebnis, was daraus kommt, gebiete das Rechte und verbiete das Verwerfliche und ertrage standhaft, was dich trifft. Jemand, der das Gebet verrichtet, sollte sich für das Gute in der Gesellschaft einsetzen. Gleichzeitig, wer dies tut, sollte auch damit rechnen, dass er auf Schwierigkeiten stoßen wird. Das ist eine Realität. Und deswegen sagt der Koran am Ende, وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ und ertrage standhaft, was dich trifft. Zuletzt endet der weise Luqman mit Ratschlägen, die in das schöne Benehmen eingehen. Und zeige den Menschen nicht geringschätzig die Wange und gehe nicht übermütig auf der Erde einher, denn Allah liebt niemanden, der eingebildet und prahlerisch ist. Halte das rechte Maß in deinem Gang und dämpfe deine Stimme. Denn die widerwärtigste der Stimmen ist wahrlich die Stimme der Esel. Interessanterweise kommen die Ratschläge, die das schöne Benehmen ansprechen, am Ende. Und dies lehrt uns Folgendes. Der Glaube an Gott, die Dankbarkeit den Eltern gegenüber, das Taqwa, Gottesbewusstsein, die Verrichtung des Gebets, all dieses sollte zu einem Ziel führen, den Charakter eines Menschen zu vervollkommen. Wenn all diese am Verhalten einer Person nicht zu erkennen sind, dann ist die Frage, was der Sinn dieser Gebote war. Und was mit einem schönen Charakter einhergeht, zeigt der weise Luqman seinem Sohn durch das eigene Beispiel. Jedes Mal, wenn er seinem Sohn einen neuen Ratschlag gibt, beginnt er mit, O mein lieber Sohn. Er kommt nicht als eine Person, die Autorität einfordert, sondern in seinen Worten werden eher Liebe und Sorge gespürt. Eine Einstellung, bei der sich Eltern ausschließlich als Personen der Autorität betrachten, ist das Gegenteil zu dem, was uns der Koran lehrt. Wenn Allah die Menschen, die Sündigen anspricht, sagt er, Ya Ibadi, O meine Diener. Seine Ansprache erweckt Liebe, Sorge, Mitgefühl. Und zu einer solchen Umgangsweise sind besonders die Eltern aufgefordert. Wenn Gott diejenigen, die die größten Sünden begangen haben, auf eine so schöne Weise anspricht, dann ist dies für uns Eltern ein Hinweis, unsere Kinder auf die gleiche Weise anzusprechen, unabhängig von der Art des möglichen Fehlers, der gemacht wurde. Danach lesen wir die Sura Sajda, die nach einem Vers benannt wurde, der die Gläubigen beschreibt. Gott sagt, nur diejenigen glauben an unsere Zeichen, die, wenn sie damit ermahnt werden, ehrerbietig niederfallen und ihren Herrn Lob preisen und sich nicht hochmütig verhalten. Und der nächste Vers ist besonders relevant für das letzte Drittel des Ramadan, in dem wir die Nacht des Laylatul Qadr suchen. Allah sagt, ihre Seiten weichen vor den Schlafstätten zurück, sie rufen ihren Herrn in Furcht und Begehren an und geben von dem, womit wir sie versorgt haben, aus. Und hier wird uns gesagt, dass die Gläubigen diejenigen sind, die aus ihren warmen Betten aufstehen, die in der Lage sind, ihre Nefs zu erobern und Gebete zu sprechen. Es wird überliefert, dass Allah diesen Menschen zulächelt
und zu den Engeln sagt: Schaut, wie mein Diener sein Bett und seine Begierde verlassen hat, um sich an mich zu erinnern. Und wenn er wollte, könnte er weiterschlafen. Und was passiert, wenn Allah einen solchen Menschen anlächelt? Der Prophet sagt: Wenn dein Herr einen Menschen auf dieser Welt anlächelt, er wird am Tag des Gerichts keine Rechenschaftspflicht haben. Daher sagt Allah weiter: Keine Seele weiß, welche Freuden im Verborgenen für sie bereitgehalten werden als Lohn für das, was sie zu tun pflegten. Also versuchen wir in diesen letzten Nächten mindestens einen Teil der Nacht im Gebet zu verbringen. Es können 2 Rakat sein. Es kann vielleicht nur 10 Minuten deiner Zeit nehmen. Aber die Belohnung wird unermesslich sein. Auf den letzten Seiten des Juz lesen wir die Sure 33, aus der wir eine frohe Botschaft Gottes herausgreifen, mit der wir beenden. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدِقِهِمْ Damit Allah den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit vergelte. Da das Fasten der Höhepunkt der Wahrhaftigkeit gegenüber Gott ist, hoffen wir, dass Gott uns unter die Wahrhaftigen zählt und dementsprechend belohnt. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.